Hallo und willkommen bei Sonne, Sand, Meer, Tarot. Ich bin Daniela und das hier ist eine außerplanmäßige Engelbotschaft. Und zwar ist es so, dass eines meiner Videos im Moment ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt als sonst. Und das ist das Video für die Waage für die zweite Monatshälfte. Und in diesem Video geht es um das Thema berufliche Veränderung und ja, ich sehe hier, das sind einige Kommentare. Viele Leute wissen noch nicht so, in welche Richtung sie gehen sollen. Und normalerweise, wenn ich ein Engelvideo mache, ist es so, dass ich eine Karte rausziehe und schaue, welches Thema die Engel besprochen haben wollen. Aber heute Morgen ist es so, dass ich den Impuls habe, ein Video zu machen zum Thema berufliche Veränderung. Und die Engel haben mir vor meinem inneren Auge eben auch schon hier eine spezielle Karte gezeigt, nämlich diese hier aus einem Erzengel-Kartendeck. Wir haben hier den Erzengel Chamuel, der sagt, deine Lebensaufgabe löst eine segensreiche berufliche Veränderung aus. Und zwar, wenn wir unseren Beruf haben, dann sind an diese Berufs- also an diesen Beruf oder an diese eine Arbeitsstelle oder an was auch immer wir da machen. Das kann ja auch zum Beispiel ein Ehrenamt sein, eben je nachdem, wie deine persönliche Situation ist. Es ist ja hier eine allgemeine Legung. Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit zu sagen, ich bin in einer beruflichen Umstrukturierung, nimm mir bitte eine persönliche Engelbotschaft auf. Das ist auch nicht allzu teuer. Ihr könnt dazu auf meiner Webseite nachlesen. Und ja, die Engel geben dir dann einfach Hinweise, die du brauchst, um dich weiterzuentwickeln. Das machen wir jetzt hier einfach mal ganz allgemein. Es gibt auch auf meiner Internetseite einen Blogpost zum Thema, was ist der Unterschied zwischen Energien lesen und Wahrsagen? Ich sage ja immer, ich bin jemand, der Energien liest und das ist etwas anderes als Wahrsagen. Deswegen in persönlichen Videos ist es auch nicht mehr möglich, Fragen zu stellen. Aber wenn du dich auf dieses Engelvideo beziehst und sagst, du brauchst einfach Unterstützung der Engel bei der beruflichen Veränderung und du möchtest eine Engelbotschaft, dann geht das natürlich. Und das hier ist jetzt einfach eine allgemeine Botschaft für alle Leute da draußen, nicht nur für die Waagen, für alle, die sich beruflich verändern wollen. Und ja, deine Lebensaufgabe löst eine segensreiche berufliche Veränderung aus. Das bedeutet, dass eben manchmal gehen Arbeitsstellen auch zu Ende. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren habe ich mal im Kundenservice gearbeitet. So Telefon-Hotline bei einer Firma, die so mit Finanzanlagen zu tun hatte. Irgendwie bin ich da reingerutscht und ich habe in diesem Job sehr, sehr schwierige Telefonate geführt. Und ich habe das schon Leuten hören, das war dann so, dass sie Mitarbeiter entlassen mussten und ich war die Einzige, bei der sie noch an den Vertrag konnten, weil ich am Ende von einer 6-monatigen Probezeit war. Und ich habe das so schon Leuten hören und kurz vor dem Personalgespräch, da habe ich ein Kundengespräch geführt mit einem Kunden, der sehr schwierig war, der war auch sehr laut, der war auf Lautsprecher und die Teamleiterin und ein Kollege standen nebendran und als ich aufgelegt habe, haben sie mir nur gesagt, du hast das perfekt gemacht, du hast die richtigen Worte gefunden, bist ruhig geblieben und so weiter. Und in dem Moment, wo ich den Hörer aufgelegt habe, wusste ich, ich habe hier an diesem Ort nichts mehr zu lernen. Und ja, es ist an der Zeit für mich, jetzt woanders hinzugehen und mich einfach weiterzuentwickeln, weil ich hier an dieser Stelle nichts mehr lernen kann. Und von dem her sagen die Engel, du sollst nicht nur die Arbeit sehen, nicht nur das Geld sehen, sondern einfach auch das Potenzial dahinter sehen, wo du wachsen kannst, wo du dich auf der Seelenebene weiterentwickeln kannst. Und wir schauen jetzt mal tiefer hinein in die Engelkarten, was die Engel euch da draußen, die jetzt gerade in dieser beruflichen Veränderung stehen, was sie euch mitgeben können. Also hier ist erstmal so dieser Aspekt,
des Schutzes, des Vorbereitetseins und der Resilienz. Dann haben wir den König des Wasserelements. Es geht also um Mitgefühl haben, Verständnis haben und auch Vertrauenswürdigkeit. Und dann haben wir die Sechs der Erde. Charity, Großzügigkeit und auch diesen Windfall. Und eigentlich sagen die Karten hier, dass wenn du dem Ruf deiner Seele folgst, dass sich das auch finanziell hier auszahlt. Diese Karte hier, Windfall. Ein Windfall ist immer eine hohe Anzahl an Möglichkeiten, viele Chancen. Auch das Geld, was eben nicht fehlt. Und in der ersten Karte hier, da geht es so um diese Resilienz. Und Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit. Und das heißt, dass die Engel hinter dir stehen und dir auch helfen, große Aufgaben zu bewältigen, große Aufgaben zu transformieren. Wenn du in dich hineinschaust, dann wirst du Impulse spüren, die dich vorbereiten, diesen Weg zu gehen. Und die Engel stehen hinter dir und beschützen dich auf diesem neuen Weg. Und das ist ein Weg, der wird dich auf die eine oder andere Weise, wird er dich auch in deine Kraft führen. Dann diese mittlere Karte. Bei dieser mittleren Karte hier, da kann es immer mal sein, dass du eine Tätigkeit machst, wo du entweder Menschen führen musst und dafür eben ein gewisses Fingerspitzengefühl brauchst. Es kann auch sein, dass es sich hier um eine Position handelt, wo du, ja, wo ein neuer Arbeitgeber jemanden braucht, dem er wirklich vertrauen kann. Und auch für dich ist es wichtig, dass du dem Arbeitgeber vertrauen kannst, dass der Arbeitgeber dir die Wahrheit sagt. Also wo auch immer du hingehst, was auch immer du dir anschaust, hör auf dein Bauchgefühl und schau, ob dieser Arbeitgeber dir die Wahrheit sagt. Es gibt oft Jobs, wo einem so das Blaue vom Himmel runter versprochen wird und dann unterschreibt man den Vertrag und fängt an, da zu arbeiten und merkt dann, dass das alles nur heiße Luft war oder sehr beschönigt wurde, so dass es gerade noch als Nichtlüge durchgeht oder so. Und ja, es kann sein, dass das ein Job ist, für den man wirklich hier Fingerspitzengefühl braucht, den man als, also das Fingerspitzengefühl hat man ja auch, wenn man ein Mensch ist, der sich mit Spiritualität beschäftigt und ein bisschen diesen Weg geht, dann hat man eben meistens so dieses Feingefühl, was man in vielen Jobs braucht, was aber in vielen Jobs auch einfach gar nicht gewollt ist. Und ich sehe hier so eine Mischung aus Resilienz und Fingerspitzengefühl. Also einerseits dieses Resilienz ist ja immer eine Form von Widerstandsfähigkeit, dass wir einfach viel Stress vertragen können, dass wir auch diesen seelischen Anspruch, den manche Jobs haben, jetzt zum Beispiel, wenn man als Therapeut arbeitet und damit vielen Schicksalen konfrontiert ist, dann braucht das natürlich eine gewisse Resilienz, eine gewisse Widerstandsfähigkeit und eben auch hier dieses Mitgefühl und auch diese Echtheit. Ja, und irgendwo, also ich weiß, für irgendjemanden da draußen sind diese Informationen hier ganz wichtig. Und wenn du diesem Weg folgst, dann bringt dir das den Erfolg. Die Sechs der Münzen ist immer eine Karte des Erfolgs und zwar des Erfolgs auf allen Ebenen. Das ist etwas, das bringt dir Ansehen, das bringt dir Geld.
Ja, also hab keine Angst, diesen Weg zu gehen. Wisse, du wirst beschützt, wisse, du wirst vorbereitet. Höre auf dein Bauchgefühl und folge den Impulsen, die dich vorbereiten. Und diese Vorbereitung ist so eine Vorstufe, dass du diesen Weg findest. Und wisse, du hast die Kraft und die Resilienz, so diese Widerstandskraft, diesen Weg zu gehen und diese Aufgabe zu bewältigen. Bleibe im Mitgefühl, bleibe in diesem. Also bewahre dir dieses Fingerspitzengefühl und auch diese Ehrlichkeit, diese ehrliche Offenheit, weil das etwas ist, was dich vertrauenswürdig macht. Und diese Vertrauenswürdigkeit auf beiden Seiten, das ist auch etwas, was ganz wichtig ist. Und das bringt dir den Erfolg. Und zum Abschluss ziehe ich noch eine Orakelkarte. Skullcap habe ich hier. Eine ganz besondere Pflanze und hier geht es um die Meditation. Ja, das ist eben auch ganz oft, wenn wir nicht wissen, in welche Richtung wir gehen sollen, dann kommen die Antworten, die kommen aus dem Innen. Also versuch wirklich hier in diese Vorbereitungsphase zu gehen, die wir hier sehen in der Neun des Feuers. Das Feuerelement ist ja dem Göttlichen am nächsten. Hier haben wir die Ebene der Inspiration und die Engel sagen mir, dass viele von euch wie so ein Training durchlaufen. Ein Training, was gleichzeitig eine Vorbereitung ist und das kommt sowohl im Innen als auch im Außen auf dich zu. Und du sollst einfach diesen Impulsen folgen. Und diese Impulse sind quasi so wie die kleinen Steine auf dem Weg, auf dem du läufst, wie die Pflastersteine, über die du läufst und die das Ganze erden und eine Basis dafür bilden. Bleibe auch im Mitgefühl mit dir selbst, dem Mitgefühl, dass es Zeit brauchen darf, diesen Weg zu finden, auch dem Mitgefühl, dass es manchmal schwierig sein kann, dieser Stimme der Seele zu folgen. Weil es eben manchmal sind die Impulse nicht so ganz klar. Wenn die Impulse glasklar sind, dann ist es immer einfach. Wenn sie sich ein bisschen bedeckter halten, dann ist es nicht so einfach. Und was wir hier sehen, diese Stäbe, an denen die Rosen hochwachsen, das sind diese ganzen Impulse und kleinen Steinchen auf deinem Weg. Und diese kleinen Steinchen, die bilden wie so einen großen, breiten Lichtweg, auf dem du gehen kannst. Ja, schau nach innen, meditiere und folge den Impulsen, auch wenn du noch nicht weißt, wohin sie dich führen. Diese kleinen Impulse, diese kleinen Steinchen, die ergeben den Weg, der dich hier in diesen Erfolg führt und in diese Vielzahl an Möglichkeiten und Chancen. Ja, ihr Lieben, das ist die Engelbotschaft für diesen Morgen. Ich hoffe, sie war dem einen oder anderen hilfreich und konnte euch ein bisschen ermutigen und inspirieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, abonniere meinen Kanal und schau bei Gelegenheit wieder vorbei. Alles Liebe!